Hi, hier ist der Frank. Heute mal ohne Kochen, heute machen wir mal wieder ein Technikvideo. Ich habe letztes Mal in meinem Technikvideo schon gesagt, dass ich gerne umstellen würde, mein Mikrofon von Kabel gebunden auf eine Funkstrecke. Hintergrund dessen ist, wir wollen jetzt demnächst in Urlaub fahren, so in 14 Tagen sind wir unterwegs mit dem Schiff. Und da ist es natürlich immer blöde, wenn man dann mit Kabel gebundenem Mikrofon unterwegs ist oder irgendwelche großen Mikrofone auf den Kameras drauf hat, die dann eventuell auch noch windempfindlich sind. Weil auf dem Schiff und am Wasser ist halt meistens viel Wind. Und dann hat man wieder unschöne Geräusche im Video, was wir ja alle nicht haben wollen, und dann wieder stundenlang irgendwo beim Schneiden sitzen und versuchen, das wieder rauszukriegen oder nachvertonen müssen, was wir ja auch alle überhaupt nicht wollen, weil wir den Originalton gerne haben möchten. Dafür habe ich mich ein bisschen umgesehen im Netz und habe mir ganz viele Rezensionen durchgelesen und habe herausgefunden, meiner Meinung nach, also ich sage mal vorab, ich habe für das ganze Equipment, was hier liegt, und was ich hier jetzt gleich vorstellen werde, bin ich nicht gesponsert worden. Das haben wir alles selber bezahlt. Und das ist definitiv auch nur meine Meinung, die ich hier verkünde. Die ist nicht gekauft. Und wenn jemand sagt, nee, das ist nicht so, das ist anders, schreib es unten in die Kommentare. Dann können wir darüber gerne reden. Und vielleicht hast du ja auch recht. Ne? Dann muss ich meine Meinung halt revidieren. Mache ein neues Video und werde da meine Meinung berichtigen. So, dann lasst uns mal weitermachen. Also, ich habe ganz viel hin und her gesehen bei YouTube. Ich habe ganz viele Rezensionen gelesen. Bin hier in Hamburg in die City gefahren. Bin da in einen Fotoladen gefallen und habe da mal gefragt, was die mir erzählen. Und die haben mir die tollsten Sachen erzählt. Die wollten gleich, dass ich über 1000 Euro ausgebe für Technik, die ich gar nicht ausgeben will, weil es auch völlig nicht notwendig ist und auch völlig nicht sinnvoll ist. Weil man muss ja immer sehen, was ich hier mache. Ich mache hier einen kleinen YouTube-Channel und keine Hollywood-Produktion. Was für ein Quatsch. Auf jeden Fall, natürlich haben die mir da tolle Sachen gezeigt. Natürlich sind es Leute alle mit sehr viel Erfahrung. Alles gut. Ich bin da aber rausgegangen und habe gesagt, nee, ich gebe jetzt keine 1000 Euro für sowas aus. Dann bin ich in ein großes Technikwarenhaus hier in Hamburg gegangen und habe da nochmal selber nur geguckt. Da sind die Verkäufer leider nicht ganz so fachlich versiert. Und habe dann jetzt im Nachhinein dann mir von der Firma Rode das Wireless Go gekauft, wo ich einfach glaube, dass das preis-leistungstechnisch am besten dasteht. Es gibt auch noch ein paar asiatische Systeme auf dem Markt, die sind günstiger, sind aber alle ein bisschen größer als das von Rode, und ich glaube, die Qualität von Rode ist einfach die bessere, und dann habe ich jetzt ein bisschen mehr ausgegeben, aber ich glaube, dass ich da auf der sicheren Spur bin. So, ich habe das Rode schon ausgepackt und kann euch ja einfach mal so zeigen, was da drin ist. Eine wunderschöne Tasche ist da drin, wo alles reinpasst. Kann man mal sehen, also winzig kleines Täschchen, passt alles rein. Kann man mal sehen, wie klein der ganze Kram ist. Dann habe ich hier den Sender und Empfänger, niedliche kleine Geräte, zwei kleine Dead Cats, so kleine Puschelchen, wo ich aber glaube, dass die verhältnismäßig schnell wieder runterfallen, zwei Ladekabel, damit man beide gleichzeitig aufladen kann, was ich eigentlich schon phänomenal finde, weil ganz viele große Firmen auf dem Markt sind nicht in der Lage, irgendwelche Adapter mitzugeben oder so. Es wird ja immer alles immer weniger. Und die Firma Rode gibt einfach mal zwei Ladekabel mit. Sehr schön, macht weiter so. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, das Kabel. Um den Empfänger an die Kamera anzuschließen. Haben wir auch.
Damit haben wir alle Teile, die wir im Endeffekt für das Gerät gebrauchen. Also, die beiden kleinen Geräte. Der Empfänger und der Sender haben auf der Unterseite jeweils ihren Schalter zum Einschalten. Braucht man im Endeffekt nur einzuschalten. Dann geht sofort hier die LED an. Jetzt mache ich nochmal schnell den Empfänger an. Der schaltet sich dann auch an. Hat hier vorne ein LED-Display, wo man halt genau sehen kann, wie voll der Akku noch ist, wie hoch der Pegel ist. Hier drin ist ein eingebautes Mikrofon hier oben drin, was recht leistungsstark ist. Und man kann halt hier wunderbar, ich komme mal ein bisschen dichter, vielleicht sieht man das, den Pegel sehen und den Empfang und wie voll der Akku ist. Also im Endeffekt alles, was man so braucht. Die Funktechnik hier zwischen den beiden Geräten ist, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß nur, dass es immer sehr angepriesen wird, weil der halt in seinen Megahertz-Bereich am Hin- und Herspringen ist zwischen den einzelnen Kanälen und dadurch, dass der ewig hin- und her springt, halt weniger Ausfälle hat, sodass wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Messe damit filmen würde oder Ton empfangen würde, weniger Artefakte hat und einen sauberen und guten Sound. Was ich schon genial finde für so ein kleines, niedliches Gerät. Ne? Also kann man immer wieder nur sagen. So, was ich einmal schon sehr praktisch finde, ist, beide Geräte haben hinten so einen Clip dran, dass man sie irgendwo anklippen kann mit dem Empfänger, das zeige ich gleich. Der Sender, den kriegt man klasse hier oben auch an ein T-Shirt geklippt, wenn man nicht so dumm ist. Und das hält dann da eigentlich auch ganz gut. So, jetzt ist bei diesem T-Shirt halt ein bisschen blöde. Ich könnte ja die Jacke nehmen und mache das hier mal an der Jacke fest. So, das reicht völlig aus. Der Sound von dem Mikrofon ist so gut, dass ich jetzt trotzdem, auch wenn das so ein bisschen verdreht da jetzt hängt, guten Empfang hat. Ich will jetzt hier keinen Soundcheck machen und ich werde jetzt hier auch keine Entfernungsgeschichten euch zeigen, wie ich 150 Meter weglaufe, um euch zu zeigen, wie gut der Empfang ist. Das kann man alles im Netz sehen. Da gibt es ganz viele Leute, die das machen, die dann irgendwie in irgendwelche Häuser gehen und dann sagen, ich habe schon zwei Wände zwischen dem Empfänger und dem Sender, was ich sowieso Quatsch finde. Aber für meine Zwecke reicht das aus. Ich schätze mal maximal 15 Meter. Viel weiter wird die Kamera eh nicht von mir entfernt sein. Also von daher glaube ich, das reicht völlig aus. So. Zu dem Empfänger kann man noch sagen, dann gibt es halt diese Dead Cat, die man hier oben über das Mikrofon machen kann, damit man die Windgeräusche wegbekommt. Das Ding sitzt, wird einfach nur so draufgesteckt. Ich weiß nicht, ob das richtig mega hält. Also so tut es das momentan. Es sind ja zwei Stück in der Packung drin. Also wenn einer wegfliegt, ist nicht ganz so schlimm. Nur wenn es am ersten Urlaubstag ist und am zweiten der andere wegfliegt, dann ist es natürlich dumm. Aber dann gibt es ja immer noch andere Möglichkeiten, weiterzumachen. Ich glaube, ich werde sowieso mein kleines Lavalier-Mikrofon nehmen und werde das an dem Anschluss hier an der Seite anschließen und werde das benutzen und werde mir den einfach unten an die Jeans klemmen und damit hat sich das Thema für mich erledigt. Ich werde das Mikrofon, glaube ich, hier oben drin gar nicht benutzen. Was ich mir aber noch überlegt habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel wir fahren mit so einem Kreuzfahrtschiff und der Kapitän läuft mir über die Füße und ich will den interviewen, was ich bestimmt nicht machen werde, aber mal angenommen, fiktiv das Ganze, dann könnte ich auch einfach den Sender oben auf so einen Griff, ich habe mir mal so einen Griff gekauft für meinen Gimbal, dann könnte ich den auch hier, da ist oben so ein Hotshoe drauf, dann könnte ich das da drauf stecken und könnte damit auch ein Interview führen, was natürlich auch eine ganz tolle Nummer ist. Ne? Und was sagst du dazu? Genau, genial. Also, finde ich sehr toll. Allein die Größe finde ich geil. Ich bin ja immer begeistert davon, wenn so Sachen so klein sind. So, also das Ding kann man sich klasse irgendwo hinklemmen. Dann haben wir jetzt den Empfänger. An dem Empfänger
kann man die dB-Zahl variieren. Da gibt es hier oben einen Schalter. Okay, also der zweite Knopf hier ist, um den Sender und Empfänger zusammen zu verbinden, falls die sich mal nicht finden sollten. Aber in der Regel ist es einfach so, du schaltest die an und die beiden finden sich sofort. Das ist gar kein Problem. Ein bisschen schade finde ich, dass man nicht einfach noch einen zweiten Sender damit dranhängen könnte, dass man halt zum Beispiel, wenn man zu zweit unterwegs ist, jeder so einen trägt und man dann irgendwie, was weiß ich, links den einen hat und rechts den anderen. Das wäre noch irgendwie eine tolle Nummer, aber überhaupt nicht wichtig. Das ist, reicht alles völlig aus. So, Verpackung ist auch genial gemacht. Also, alles klasse. Wenn man die Kamera hat, hier oben Cool-Hot-Schuh nehmen, einfach den Clip nehmen und draufstecken. Ist das nicht winzig? Das ist doch winzig klein. Also wenn ich mir sonst vorstelle, dass ich da meinen großen Puschel dranhängen habe, Wahnsinn. Und dann einfach Kabel dran und das andere Ende hier in die Kamera gesteckt. Kurz die Kamera pegeln. Und schon kann es losgehen. Wahnsinn. Ich finde es einfach genial. Und halt super klein. Ne? Dieses Kleine feiere ich ja sowieso ohne Ende. Also finde ich einfach klasse. Für die große Kamera super. Wenn ich mein iPhone benutze, habe ich mir ja diesen Griff gekauft. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Ich kann nur immer wieder sagen, ich finde ihn einfach genial. Winzig kleines Teil. Klasse zu halten. Wenn das iPhone oder Samsung oder wer auch immer da drin steckt, kann man klasse halten. Hat hier oben einen Cool-Hot-Schuh dran. Und wenn man einen DJI hat, kriegt man die auch noch super seitlich ans Telefon geklemmt. Also dieser Griff, ich finde den einfach klasse. Das Geniale ist, der hat dann hier oben auch nochmal einen Stativanschluss und hier unten drunter auch. Das heißt, wenn man so einen kleinen Tri-Mount hat, kann man den auch nochmal eben schnell da drunter schrauben und dann kann man das ganze Ding hinstellen. So, deshalb erzähle ich das jetzt aber hier eigentlich gerade gar nicht. So, iPhone dran, festschrauben. Ich habe immer Angst, dass ich das zerquetsche. Ich weiß gar nicht warum. Dann machen wir einfach mal die DJI da dran, um es zu zeigen. Oh, heute mal der falsche Adapter da drin. Ist ja sonst nie. So. Schnell den richtigen eingebaut. Beides aneinander gesteckt. So, dann brauchen wir wieder den Adapter für unten drunter, wo ich mich ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber ereifert habe, dass der so riesig ist und alles so lang wird. Dann steckt man einfach den Rode hier hinein, den hier unten drauf. Und schon ist auch das System fertig. Und das Geniale daran ist, wenn die Kamera nach links wegguckt, guckt sie nicht mehr in meinen Videomic, weil der Empfänger ist halt super klein. Bin ich sehr, sehr, sehr begeistert zu. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich mein iPhone benutze. Ich nehme das mal hier ab. Dann muss man natürlich ein anderes Kabel nehmen. Das habe ich letztes Mal ja schon erzählt. Dieses Kabel, das ist ein TRS auf dieser Seite und ein TRRS auf dieser Seite Anschluss. Muss man ja leider immer machen. So, dann steckt man den auch nur wieder rein. Dann brauche ich leider ja den Adapter, um an mein Telefon zu kommen. Reinstecken. Fertig. Das war's. Und glücklich sein und loslaufen und filmen und super guten Sound haben. Einfach klasse. Ich finde das System wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und kann euch allen nur sagen, ich finde, Preis-Leistung für das Rode Wireless Go ist
tipptopp. Das, was das Gerät liefert an Sound, ist auch richtig gut. Also, ich brauche kein anderes System mehr im Moment. Vielleicht sage ich in 2 Jahren, ja, das ist alles Quatsch, aber heute sage ich definitiv, die beiden Teile plus mein kleines Mikrofon, mein Lavalier, reicht völlig aus. Das wird, glaube ich, meine Standardgeschichte werden jetzt im Urlaub. Ich werde das Große mitnehmen, aber ich glaube, ich werde es ganz, ganz wenig verwenden. Über eins haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist die Akkulaufzeit von diesen Teilen. Also, ich habe die noch nicht leer gekriegt, weil ich habe noch keine 7 Stunden im Stück damit gearbeitet. Also, die sollen eine Akkulaufzeit von 7 Stunden haben. Das ist natürlich genial. Reicht für mich völlig aus. Also, ich glaube nicht, dass ich am Tag mehr als 7 Stunden filmen werde. Und ich glaube auch nicht, dass die ganzen Geräte, die ich benutze, dass sie im Stück 7 Stunden Akkulaufzeit haben. Und wenn, sollte das auch nicht so das Problem sein. Ich nehme immer so eine große Powerbank, mir letztes Jahr gekauft. 20.000 mAh hat dieses Teil. Hat obendrauf noch ein wireless Ladebereich fürs Telefon. Das Ding habe ich letztes Jahr mit im Urlaub gehabt und habe es immer wieder zwischendurch benutzt. Und habe dann auch, da waren wir ja halt auch auf dem Schiff, habe ich auf dem Schiff den auch noch benutzt nebenbei, um meine Geräte zu laden. Plus zusätzlich zu den, ich glaube, wir hatten 4 USB-Anschlüsse, wo wir auch noch Geräte drauf laden konnten. Also wir hatten immer genügend Kapazitäten, um alles zu laden. Ich werde euch unten drunter mal für dieses Teil auch einen Link bauen, dann könnt ihr euch den auch mal ansehen. Also, aber um wieder zurück auf dem Road zu kommen, 7 Stunden finde ich, für die Größe des Gerätes auch, finde ich einfach Hammer. Absolut Hammer. Also, alles in allem kann ich nur sagen, die Dinger sind super klein, man kriegt sie klasse im Urlaub auch mitgenommen, ne? Also keine riesen Dinger, die man irgendwie im Gepäck, wenn man fliegen muss, irgendwie auch unterbringen muss. Sie haben mega Leistung. Ich weiß gar nicht, 70 Meter oder so sollen das sein. Angeblich brauche ich ja auch nicht. Quatsch. Zusätzlicher Anschluss oben für ein externes Mikrofon. Es ist alles da, was wir brauchen. Ich kann nur sagen, super Teil. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mit meinem kleinen Vortrag hier gelangweilt. Ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, abonniert uns. Gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Kritik, schreibt sie unten rein. Super gerne, ich werde antworten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Wünscht euch, euer Frank. Ciao.